Moin Mädels, was soll ich sagen? Das letzte Frühstück, was wir hier jetzt zu uns nehmen, sozusagen die Henkersmahlzeit. Bevor wir da aufstreben in sämtliche Himmelsrichtungen, oh, meine Güte. Ja, was soll ich für ein Resümee ziehen? Ich bin ganz froh, dass ich Till nicht mehr sehen muss. Wow. Jetzt wird das Resümee nicht mehr so gut, ne? Also, bis eben wollte ich ja sagen, was für dufte Kerle das hier alles sind, aber ich muss Einschränkungen machen, ich merke schon. Wir haben auch Corona. Gut, es wird jetzt nicht sehr viel passieren. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen klar Schiff machen. Ich werde schauen, dass ich mein Video noch hochgeladen bekomme. Und dann geht's im Grunde genommen los. Also. Wir fahren Richtung meiner Oma, die besuchen. Murat wird mit dem Dachzelt irgendwo stranden. Gelle? Ja. Der liebe Stefan fährt auch Richtung Marburg, da waren wir neulich erst. Und der hier? Oh, kein. So, gut. Ihr merkt, wir haben uns alle lieb. Die Sachen sind gepackt, Betten sind abgezogen. Das Video lädt gerade noch hoch. 20 Minuten wird es dauern, dann können wir losfahren. Ich hatte jetzt gerade die Hoffnung, ich war oben im Zimmer und habe halt Upload angestartet und so. Mir ein bisschen Zeit gelassen, noch kurz aus der Dose geduscht. Dann kam ich runter und saßen die alle immer noch hier. Ich hatte irgendwie gedacht, so die wären vielleicht schon weg, aber... Scheiße. Es ja. Zieht sich bis zum Ende. Eine Gnade. Und, naja. Also. Demnächst Diss-Track gegen Till auf unseren Kanälen. Oh. Ich glaube nicht, da dass ich es Fan auf seinen von. Eigenen hochlädt. Leute, jetzt mal ernsthaft, war ja ein saugeiles Wochenende und es kommt immer so rüber, als ob wir uns hier nicht mögen und als ob wir uns nicht verstehen. Aber eigentlich, eigentlich finde ich die ganz cool, aber die mobben mich halt immer, die ganze Zeit. Weißt du, klarzustellen. Ich bin eigentlich das Opfer hier und... Ja, also ich weiß nicht, ob ich ein nächstes Mal noch kommen werde, weil es geht mir doch nah. Ja, und ich weiß nicht, ja, ihr versteht das vielleicht, ne? Also vielleicht hier auch einfach mal so das Statement, ne? Scheiß Mobbing. Und ich kann jetzt auch nicht mehr. So, jetzt ist es wirklich vorbei. Gott sei Dank. Müsst ihr noch aufs Klo? Say goodbye. La 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 la. Und da sind wir in Steinheim. Ja? Ich habe noch Koffer hier hinten dran. Sie hat noch Koffer. Bitte aufmachen. Sie hat noch einen Koffer in Berlin. Jo, Angie abgesetzt und jetzt mache ich mich auf den Heimweg, dass ich auch zu meinen beiden Katzen komme. Mein Sohn müsste da sein. Jo, schauen wir mal. Und dann wird heute, glaube ich, nur noch gechillt.
weil morgen ist Frühschicht. Das Lotterleben hat ein Ende. Aber es war so schön, würde ich mal sagen. Und, naja. Einmal ist kein Mal und ich würde sagen, wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Mal erleben. Auch wenn es den Anschein macht, als ob wir uns alle nicht mögen, irgendwie jetzt so anzukommen und keiner ist mehr da, tut einem fast ein bisschen leid. Also fast. Bei manchen. Bis morgen. Ciao!